Neben Otto- und Dieselmotor gibt es natürlich weitere Unterscheidungsmerkmale unserer Motoren. Bleiben wir beim Ottomotor. Da gibt es sicher die Unterscheidung der Zylinderanzahl. Es gibt Einzylindermotoren, ja, nicht im PKW, aber in Ihrem Rasenmäher oder Rasierapparat, kleinen Mofa, da haben wir Einzylindermotoren. Zweizylindermotoren gibt es sogar schon hier oder da in kleinen, sparsamen City-Cars. Dreizylindermotoren sind salonfähig geworden, auch für kleinere Fahrzeuge. Sie haben bestimmte Vorteile. Vierzylindermotoren sind das Gros unserer Motoren, also ich denke 70%, schätze ich mal. Unsere Motoren sind Vierzylindermotoren. Fünfzylinder, ja, gibt es, gar nicht so ganz wenige, haben bestimmte Vorteile, dass sie zum Beispiel quer in ein Fahrzeug einzubauen sind, da wofür ein Sechszylinder nicht genügend Platz ist. Ein Sechszylindermotor ist schon etwas für die gehobenere Klasse. Siebenzylinder habe ich noch nicht gehört, aber Sie können mir ja Nachricht geben, wenn Sie irgendwo sowas gefunden haben. Achtzylinder ist schon Oberklasse. Ein Zehnzylinder ist Luxusklasse und ein Zwölfzylinder ist das, wovon manch einer vielleicht träumt, schon super Luxusklasse, von wenigen Herstellern in wenigen Autos eingebaut, weil es eigentlich die Prestigeklasse. Man muss sie nicht unbedingt haben, aber man kann damit zeigen, wozu man es gebracht hat im Leben. Die Anzahl der Zylinder hat natürlich auch etwas zu tun mit der Motorleistung. Aus einem Zylinder holt man oder auch aus vier Zylinder holt man nicht so viel Leistung in der Regel raus wie aus 12 Zylindern. Aber da spielen auch Hubraum, Drehzahl und andere Parameter eine Rolle. Während man früher bei historischen Autos wirklich 8, 10, 12 Zylinder benötigt hat, um eine für damalige Verhältnisse große Leistung zu generieren, herauszubekommen, so reichen dafür heute schon 6 oder 8 Zylinder und man holt die doppelte oder mehrfache Leistung der historischen Fahrzeuge heute aus einem 10 oder 12 Zylinder. So einfach ist das und ich spreche noch gar nicht über die Tuning-Maßnahmen unserer großen Tuning-Firmen. Die bringen ja reine Wunderwerke. Also Zylinderzahl ist von 1 bis praktisch unendlich möglich. Sie kennen Fahrzeuge, wo zwei Motoren zum 18-Zylinder oder was auch immer zusammengeschraubt werden, braucht uns hier nicht interessieren. Was uns aber interessiert, ist durchaus die so, 12 Zylinder, wenn ich mir den vorstelle, in einer Länge, in einen Reihenmotor angeordnet. Ich sehe das Ende der Motorhaube gar nicht mehr, so weit ist das entfernt. Es hat früher solche Motoren gegeben, das waren Fahrzeuge, die wurden von Chauffeur gefahren, ne, für die Herrschaften. Heute geht man dazu über, die Motorhauben nicht so lang zu bauen, weil wir müssen ja auch irgendwo einen Parkplatz finden und ins Parkhaus kommen. So dass man davon ausgeht, bis zum 5-Zylinder haben wir Reihenmotoren und Reihenmotor heißt ein Zylinder hinter dem anderen in einer Reihe angeordnet. Sechs Zylinder gibt es auch in Reihe natürlich, aber die gibt es schon ganz häufig in V-Form, wo die Zylinder in zwei Bänken als V angeordnet sind. Und es gibt natürlich Boxermotoren, die gibt es sogar als Vierzylinder. Der klassische Käfermotor ist so ein Beispiel, wo die Zylinder, die Vs sozusagen aufgebogen worden sind, sodass die Zylinder in einer Ebene liegen. Und es gibt dann natürlich diese Sonderbauform wie W-Motor und von manchen Herstellern, die sind spezifisch VR-Motoren. Das sind besondere Erfindungen, die auch ihre Daseinsberechtigung haben und auch ihren Sinn erfüllen. Aber wissen müssen Sie, V-Motor, V-Form ab 6 Zylinder. Reihenmotor von 2 Zylinder bis, ich denke, bis 6 Zylinder. 8 Zylinder Reihenmotor wird es hier oder da geben, aber ist schon nicht typisch. Die Boxermotoren sind nicht ausgestorben. Sie gibt es noch beim einen oder anderen Hersteller, weil sie ermöglichen eine ganz flache Bauform. Und die anderen Motoren mit VR und W lassen wir für den Moment mal außen vor. Die Anordnung der Zylinder,
kann unterschiedlich sein und ist kein Merkmal für eine besondere Qualität des Motors.